Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Freitag, den 1. Dezember. In der Nienburger Innenstadt wird es in der Vorweihnachtszeit viele Möglichkeiten für lange Einkaufsausflüge geben. Den Anfang macht am 1. Dezember das Late-Night-Shopping bis 21 Uhr. Weiter geht es beim Moonlight-Shopping am 15. Dezember, an dem die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Zusätzlich stehen die Ladentüren an allen vier Adventssamstagen bis 18 Uhr offen. In der Freitagausgabe der Hake ist der letzte Coin des großen Abonnententreue-Gewinnspiels. Wer seit 16. Oktober fleißig Münzen gesammelt hat, bekommt nun die Chance auf insgesamt 10.000 Euro Abonnententreuegeld. Die Gewinner werden am 15. Dezember um 18 Uhr auf der Bühne des Adventszaubers am Rathaus gezogen. Kultusminister Gran-Henrik Tonne, der kommissarische Chefredakteur der Hake, Holger Lachnit, und Medienwissenschaftler Helmut Scherer haben bei einer Podiumsrunde über das Thema Fake News diskutiert. Fazit: Schulen müssen dringend Medienkompetenz vermitteln. Seit 25 Jahren gibt es in Holtorf eine besondere vorweihnachtliche Tradition. In jedem Jahr trifft sich die Jugendfeuerwehr, um für alle, die 80 Jahre und älter sind, sowie für Witwen und Witwer Adventsgestecke zu basteln. In diesem Jahr bekamen die Jugendlichen Unterstützung von Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske und ihrem Stellvertreter Markus Feil. Der Haushaltsplan für 2018 steht derzeit in der Stadt Rehburg-Lockum zur Beratung an. Jetzt strich der Finanzausschuss beispielsweise einerseits die Imagebroschüre, stimmte aber andererseits dafür, zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens die Straßenbeleuchtung angeschaltet zu lassen. Zum Sport. Jan Riekhoff verlässt den Fußballbezirksligisten ASC Nienburg nach nur 4 Monaten und kehrt zurück nach Steimke. Damit bringt es der Stürmer auf 4 Stationen in 2017. Dienstbedingt drosselt Riekhoff das Pensum und wird sich der zweiten des SVBE anschließen, mit der er im Juni den Kreispokal gewonnen hatte. Bereits am Freitagabend empfangen die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg die Drittvertretung der TSV Burgdorf. Trainer Dirk Pauling wird zwei Spieler aus der zweiten hochziehen, da unter anderem hinter Marin Wrede ein Fragezeichen steht. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.